1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Ruft an, faxt oder mailt uns. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live zu unterhalten? Die Frage stelle ich gleich mal ganz locker und lässig der Betty. Und Betty ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Betty. Ja, hallo, guten Morgen Domian. Um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Du hattest letzte Woche am Freitag einen Anrufer und der war Fuß- und Schuhfetischist. So war es, genau. Genau, und der war doch schon fast die Ehe am Zerbrechen. Ja. Und ich habe einen Freund, wir sind seit fast 4 Jahren zusammen. Aha. Und da ist das halt ähnlich. Ach, der ist auch Schuh- und Fußfetischist? Ja, genau, also speziell Schuhe, hohe Schuhe mit Penning-Absätzen. Ja. Und er sammelt auch Bilder und alles. Ach so, er sammelt, also der Anrufer vorige Woche hat ja auch Schuhe gesammelt. Sammelt dein Freund auch Schuhe neben den Bildern? Ja, er hat auch schon ein paar Stiefel geklaut und. Also es geht um Frauenschuhe natürlich, ne? Ja, natürlich, ja. Bist du denn auch so drauf? Ja, sagen wir mal so, ich habe auch so 50, 60 Paar Schuhe. Ja. Aber ich laufe halt auch gerne in Turnschuhen rum oder irgendwelchen normalen Schuhen. Du hast die Schuhe aber, weil manche Frauen eben einen Schuhtick haben und du gerne viel Schuhe trägst, nicht weil du eine Schuhfetischistin bist, oder? Nee, ich habe eher so einen Schuhtick. Also Schuhtick, ich mag genau. Schöne Schuhe an mir selber, ja. Aber mich interessiert das nicht, wenn andere Leute tolle Schuhe anhaben. So, du kannst mir vorstellen, wenn dein Freund so drauf ist, dass der sich sehr für deine Schuhe interessiert, dass er natürlich Bravo schreit bei jedem neuen Paar, das du dir kaufst. Und er beschäftigt sich sicher auch mit deinen Füßen, ne? Ja, mit meinen Füßen, mit meinen Schuhen, die er im Regal findet. Ja. Wie beschäftigt er sich denn mit den Schuhen, die er im Regal findet? Naja, er befriedigt sich damit. Was macht er? Mit deinen Schuhen? Mit meinen Schuhen oder mit Schuhen, die er klaut. Von anderen Frauen? Von anderen Frauen. Und das macht mich rasend eifersüchtig. Wo klaut er die? Ach, wenn die irgendwo im Hausflur stehen oder sowas. Ach, dann stibitzt er die und nimmt die mit rein und dann erregt ihn das so sehr, dass er da dann onaniert. Genau. Wenn er sich mit deinen Füßen beschäftigt, in der Sexualität, ist dir das egal oder tönt dich das auch irgendwie ein bisschen an? Nee, das ist mir eigentlich schnurzpiepig. Also ich brauche das nicht. Mich interessiert das eigentlich nicht weiter. Konzentriert sich denn seine Sexualität hauptsächlich so auf deine Beine und Füße? Oder gibt es auch noch diese normale Sexualität, sage ich mal? Nee, die gibt's schon. Also ganz normale Sexualität ist schon drin. Ja. Aber er hätte es halt gern manchmal nur auf die Füße beschränkt. Und das interessiert mich halt überhaupt nicht. Das ist gar nicht mein Fall. Aber du kommst dann noch auf deine Kosten? Ja, das schon. Auf jeden Fall. Wenn wir mal miteinander ins Bett gehen. Oh, das heißt, ihr geht gar nicht so oft ins Bett miteinander? Ja, so einmal im Monat. Ist nicht viel, ne? Nee, ist eigentlich ziemlich wenig. Ist das ein Problem für dich? Schon. Ja? Das hat aber jetzt nichts speziell mit seinem Fetisch da zu tun, mit den Füßen. Ja doch, weil er sagt oft, wenn er sich damit befriedigt hat, dass er mit mir dann nicht mehr ins Bett ach gehen so. Kann. Ach so, na, das ist ein tolles Kompliment. Da sind die Schuhe ihm lieber als die eigene Freundin. Da machen die Schuhe ihn geiler als die eigene Freundin. Ja, das nicht. Aber er sagt halt einfach, ja, das geht halt jetzt nicht mehr, weil er hat heute schon. Naja, gut, das ist aber irgendwie so, geht ja in die Richtung. Du hast gerade gesagt, das macht dich rasend eifersüchtig, wenn er dann mit den Schuhen von anderen Frauen, die er geklaut hat und so weiter. Ja, oder wenn ich mit ihm in der Stadt unterwegs bin und ich habe normale Schuhe an, dann schaut er ständig irgendwelchen Frauen hinterher. Mhm. Und da komme ich mir halt total hässlich neben ihm einfach vor. Aber er schaut nicht den Frauen hinterher, sondern er schaut den Frauen Beinen und Füßen hinterher. Ja, aber wie man es halt sieht, für mich ist es halt schon diesen Vibe hinterher schauen, weil die trägt ja diese komischen Schuhe. Natürlich, ja, klar. Ich meine, ich kann das gut verstehen. Das wäre wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre das für mich auch durchaus ein Problem, was du da schilderst. Und ich wäre da auch nicht sehr erfreut.
Ja, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie vor der Trennung oder sowas stehen, sondern wir verstehen uns nach wie vor blendend. Wir sind seit 2 Jahren, wohnen wir zusammen. Ja, aber hör mal, das ist ja kein Zustand. Der klaut Schuhe von anderen Frauen aus dem Hausflur oder weiß ich wo, in der Badeanstalt. Kommt damit nach Hause und onaniert dann. Übrigens in deiner Anwesenheit? Nee, eigentlich nicht. Das ist, wenn ich an der Arbeit bin oder okay, bei meinen Eltern draußen oder so. Aber du weißt es halt. Ich weiß es. Er erzählt es mir aber auch. Das ist eine gemeinsame Wohnung, ne, in der ihr wohnt. Ja, also er hat eigentlich noch eine eigene Wohnung. Das ist aber so eine Abstell- und Sammelkammer. Ja. Und wir wohnen zu zweit in meiner Wohnung. In eurer Wohnung. Mhm. So, also das meinte ich jetzt. Er klaut Schuhe. Er befriedigt sich selbst mit oder aufgrund dieser Schuhe. Und sagt dir dann auch hinterher, ich habe keine Lust auf Sex, weil ich das ja schon hatte mit den Schuhen. Ja. Da ist aber schon heftig was schief, finde ich. Heftig. Hast du das so richtig thematisiert, mit ihm klar darüber geredet, ihm auch gesagt, wie das bei dir ankommt, welche Gefühle das auslöst? Ja, ganz oft sogar. Nutzt aber nichts. Aber es nutzt überhaupt nichts, das interessiert ihn gar nicht, sondern eher seit ich Internet habe, wird das noch schlimmer, weil er sich aus dem Internet ständig irgendwelche Bilder ausdruckt. Mhm. Das heißt, da ist eine ganze Bildersammlung von Frauenfüßen und Frauenschuhen? Ja, das ist ein ganzer Ordner. Ganzer Ordner schon. Und wie viele Schuhe hat er so ungefähr? Du hast 50, 60, hast du? Ja, bei ihm sind es nicht so viele, vielleicht 10, 12 Paar oder sowas. Frauenschuhe. Mhm. Wie soll es weitergehen, Betty? Du bist ja unzufrieden. Einmal im Monat Sex ist ja nun wirklich nicht der Knaller. Nee, aber irgendwie will ich ihn nicht verlassen, weil wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut und ich bin das auch gar nicht gewohnt, alleine in der Wohnung zu sein. Ich habe noch nie alleine gewohnt. Ach so, na gut, das darf aber jetzt kein Grund sein, dass du mit ihm zusammen bist. Ne, das wollen wir eigentlich mal ausklammern. Ja, ich liebe ihn aber schon noch. Gut, weil das ist ein anderes Thema. Aber es muss ja irgendwas passieren. Dass du unzufrieden bist und dass das ein Problem darstellt, beweist ja auch, dass du hier anrufst und mir das so erzählst. Ja, vor allem er weiß das. Er sitzt neben mir, er hört das alles mit. Ach so, er sitzt neben dir. Ja. Dann gib ihn mir doch mal eben, wenn er mag. Mag er? Nee, der schüttelt da gerade furchtbar den Kopf und wimmelt ab. So, ihr beiden. Aber er kann mich hören, ne? Ja, er hat das jetzt alles mitbekommen. So, mein lieber Freund von der Betty. Da müsst ihr jetzt irgendwas machen. Betty sagt jetzt, wie heißt der Name, kannst du mir ja sagen? Andi. Die Betty sagt ja nur gerade, dass sie dich schon sehr lieb hat und dich liebt und ihr sehr viel an dir gelegen ist und an eurer Beziehung. Ich gehe mal davon aus, dass das bei dir auch der Fall ist. Dann muss er zuckt gerade ein bisschen mit den Schultern. Ach, er zuckt mit den Schultern? Das heißt, er ist gar nicht so scharf mehr auf die Beziehung? Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. Na, da wäre ich aber jetzt an der Stelle sehr geschockt. Ja. Ich halte jetzt eine große Einleitungsrede über eure Liebe und da zuckt er mit den Schultern. Aber er grinst ein bisschen dabei, also scheint jetzt nicht so ernst zu sein. Naja, also Betty, da musst du Tacheles reden mit ihm. Ja, und wir haben auch mal ernsthaft überlegt, zu so einer Eheberatung schon zu gehen. Tolle Sache. Also, nee, weil wir sind zwar nicht verheiratet oder so, aber muss man ja auch nicht. Das ist ja so, das sind ja so Paarberatungen. Ja, ja, genau. Ja, also wenn ihr beide dazu bereit seid und lieber Andi, sei mal dazu bereit und zeig vielleicht auch mal deinen Willen, dass da was passiert, dann geht da mal hin. Das kann ja auf keinen Fall. Ja, er hatte das ja vorgeschlagen. Na, umso besser. Ja, dann wird ihr dann nix wehen. Termin machen und quatschen. Na, okay. Ja, das ist gut. Da sitzt eine dritte Person, eine unbeteiligte Person und ihr könnt das alles mal so auf den Tisch legen. Und dann kann man auseinanderfusseln und mal sehen, was dabei rumkommt. Finde ich eine gute Idee. Ich würde dir gerne oder würde euch gerne noch eine gute Anlaufstelle in eurer Umgebung sagen lassen durch meinen Psychologen. Ist das okay? Ja, okay. Gut, dann legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und schönen Gruß an Andi. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, ein ganz klein bisschen Post habe ich für euch, nämlich von Judith beispielsweise. Judith hat geschrieben: Hallo Domian, vor 3 Tagen sitze ich zufällig vor deiner Sendung, als der Anruf von Stefan Raabs Maximilian kam. Ich hatte absolut keine Ahnung von diesem jungen Mann gehabt und ihn noch nie im Fernsehen gesehen. Nun aber kam der Hammer. Du hast sehr nett mit ihm gesprochen und dann konnte man ja einen Ausschnitt von seinem neuen Video sehen. Unglaublich. Wow. Maximilian singt ja wie ein junger Gott. Spätestens jetzt frage ich mich, was zum Kuckuck hat Alexander bei der weltweiten Superstar-Veranstaltung gesucht? Maximilian hätte
dort für uns singen sollen und wir hätten bestimmt gewonnen. Dann schreibt Mark 31, hallo Domian, dein Eintreten für die deutsche Sprache in allen Ehren, aber übertreibst du nicht ein wenig, wenn du forderst, dass Deutschland auf dem Grand Prix mit einem in Deutsch gesungenen Lied vertreten sein soll? Nein, ich finde nicht, dass ich da übertreibe. Ich finde das schon ich bin da sehr überzeugt von, dass das richtig ist. Und Marianne aus Köln. Marianne aus Köln schreibt, hallo Domian, du hattest ja vorgestern das Thema Tiere und ich habe mich im Bett gekullert vor Lachen, als es um die Schnecken und vor allen Dingen um den Schneckensex ging. Ich bin jetzt so neugierig geworden, dass ich mir demnächst auch mal ein paar Schnecken kaufen werde. Das schreibt Marianne aus Köln. Und hier ist Andrea, 38, aus von wo auch immer. Regenstauf. Hallo. Bitte? Regenstauf. Regenstauf? Ja. So heißt die Stadt? Ja, das ist in der Nähe von Regensburg, Bayern. Hab ich noch nie gehört. Regenstauf. Ja. Klingt ja fast poetisch. Das ist auch sehr poetisch. Das ist 14 Kilometer von Regensburg entfernt. Sehr schön. Regensburg, das ist doch da, wo die Frau Gloria wohnt, ne? Ja, genau. Ja, kennst du die? Die Gloria von Turn und Taxis. Genau, die Gloria von Turn und Taxis. Nein, die kenne ich nicht. Schon mal gesehen? Nein. Nee. Ja, also am Fotos her, Zeitung. Aber ja, klar, nicht ja, richtig. Ja. Gut, Andrea. Domian, ja. Ich bin völlig verzweifelt und bin auch sehr, sehr froh, dass ich bei dir durchgekommen bin. Ja. Weil ich habe letztes Jahr im Sommer auf einer privaten Grillparty durch einen Arbeitskollegen einen Mann kennengelernt. Mhm. Man kann sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe zwar nie daran geglaubt, aber es war tatsächlich so. Mhm. Das Problem ist nur und war von Anfang an, er ist seit 15 Jahren verheiratet. Ja, wie alt ist er? Er ist 38. Ja. Also jetzt auch genauso alt, wie ich jetzt werde. Und aus dieser Ehe ist ein drei Jahre altes Kind. Mhm. Und er ist seit 2 Jahren unglücklich verheiratet. So hat das mir vorher halt gesagt. Mhm. Und er hat mir auch von Anfang an gesagt, er sagt das, also das war letztes Jahr am 16. August, er hat mir von Anfang an gesagt, er sagt es dieses Jahr noch nicht seiner Frau. Also stopp, es fing, du hast dich verliebt im Sommer und daraus ist dann auch wirklich eine Affäre entstanden, eine Beziehung mit diesem Mann. Es ist eine Beziehung entstanden, die ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich bin normalerweise überhaupt gar kein Typ dazu, ich kann gar keinen Mann teilen. Na gut, aber du warst halt groß verliebt, Liebe auf den ersten Blick, sagtest du gerade. Ja, und nun hat sich das bis heute sehr, sehr verdichtet. Es hat sich sehr verdichtet, er ist aber immer noch mit der Frau zusammen. Er ist immer noch mit der Frau obwohl zusammen. Obwohl er sagt, dass er unglücklich ist mit der Frau. Ja, genau. Seit 2 Jahren unglücklich ist, wohlgemerkt. Das hat er mir vorher erzählt. Kind ist 3 Jahre alt. Das Kind ist 3 Jahre alt, ja. Mhm. Und es ist so, ich habe wahnsinnig viel Verständnis und auch Toleranz entgegengebracht, weil die muss man einfach haben, letztes Jahr. Ja. Und jetzt ist der Januar, jetzt ist der Februar, es ist nichts passiert. Jetzt hat er in der Firma, wo er arbeitet, noch sehr große Schwierigkeiten mit seinem Chef. Ja. Und hat mir jetzt felsenfest versprochen, wenn er das bei der Firma jetzt auf die Reihe gekriegt hat mit seinem Chef, er hat jetzt intern noch 2 Bewerbungen am Laufen, dann hält er sein Versprechen und dann wird er seinen Anwalt konsultieren. Und ich bin jetzt aus meiner ehemaligen Beziehung keine Frau mehr, die jetzt glaubt, unbedingt nur Worten glaubt. Ja. Weil ich habe irgendwo die Hoffnung gehabt, dass er zum Beispiel, wenn er mal nachmittags bei mir ist, er weiß, wie sehr mich das belastet, auch das Abschied nehmen wird für mich immer schwieriger, dass er irgendwo auch mal handelt. Dass er zum Beispiel also einfach mal... So ein bisschen, wie du es gerade erzählt hast, klingt das ja so nach Hinhaltetaktik, ne? Ja, genau. Ne? Da waren immer irgendwelche Gründe. Jetzt ist es mal wieder, sind es die Probleme bei der Arbeit und dann sind noch 2 Bewerbungen und wenn ich das dann geregelt habe, dann, Andrea, bist du dran. Ja, genau. Ne? So klingt es so ein bisschen für mich. Und ich bin jetzt fix und fertig, weil ich habe jetzt dieses Wochenende einen riesengroßen Streit mit ihm, weil ich habe ihm das irgendwo versucht auch zu erklären, wie wahnsinnig schwierig das ist. Ich meine, ich muss dazu sagen, er sagt es mir wirklich 100-mal. Also er sagt es mir ständig, dass er wirklich was ändert und dass ich bei uns in der Beziehung und dass er sich für mich entscheidet. Aber es folgen keine Taten, Domian. Wie kann ich mir eure Beziehung denn vorstellen? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? 3 bis 4-mal die Woche. Es ist unterschiedlich. Doch, so viel. Mal 2-mal die Woche, mal ist es 3-mal die Woche, mal 4-mal die Woche. Also, bleibt ihr dann auch über Nacht? Nein, also selten. Es kommt vielleicht einmal in 2 Monaten vor, dass er über Nacht bleibt. Das heißt also, solche Feste wie jetzt Silvester, was hinter uns liegt, und Weihnachten und so, habt ihr natürlich nicht gemeinsam verbringen können. Silvester schon. Da hat er auch einen mordsmäßigen Ärger mit seiner Frau gehabt, aber Weihnachten war ich alleine. Ja. Weiß die Frau von dir? Also ich sag mal so, wenn sie es noch nicht gemerkt hat, dann muss sie irgendwie ein bisschen blöd sein. Ja. Also ich drücke das jetzt mal ganz einfach so aus. Weil ich habe zum Beispiel... Aber er hat noch nichts gesagt. Er hat dir nicht erzählt. Hier, ich habe ihr das schon gebeichtet. Das nicht. Nein, überhaupt nicht. Hast du ihn denn mal ganz konkret gefragt hier, Bursche?
Hast du es deiner Frau eigentlich schon mal gesagt? Dass ihr das habe ich ihn gefragt, und ja. Und dann laviert er sich raus? Nein, er hat es mir gesagt, er hat es ihr nicht gesagt und sie spricht ihn komischerweise auch nicht drauf an. Das kann natürlich sein, dass sie das wittert und sie hat Angst vor der Wahrheit und er hat auch Angst und somit sitzen die da in ihrer Angst-Ehe und sind gefrustet und kommen nicht vor und nicht zurück. So, aber jetzt du. Und du bist auch gefrustet und sauer und zu Recht auch sauer, finde ich. Mittlerweile. Ja, also finde ich. Jetzt ist ja schon wieder, ich meine, es ist jetzt gerade erst noch Ende Februar, aber irgendwie sieht man den Sommer ja schon vor der Tür stehen, den Frühling zumindest. Und dann jährt es sich ja fast schon, dass ihr zusammen seid. Ja, wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen am 16. Februar. So, dann wollen wir ihn doch nochmal beim Wort nehmen. Er hat Probleme in der Firma da. Ja. Hat er einen Zeitrahmen gesagt? Das dauert jetzt ungefähr noch drei, vier Wochen. Ja, er hat gesagt so 2 bis 3 Wochen, aber es könnte eventuell auch länger dauern. Und er hat jetzt auch wahnsinnige Angst davor, auf der Straße zu stehen, weil sein Chef, der sitzt halt am längeren Hebel und ich habe halt einfach nur Angst davor, weil ich sehe das, ich verstehe das auch alles, Domian, ich habe so viel Verständnis und Toleranz entgegengebracht und ich sag mal, wenn ein Mensch oder wenn er merkt, dass ich unter dieser ganzen Situation massiv anfange zu leiden und auch wenn wir uns voneinander verabschieden, dann kann ich doch zumindest mal sagen, du Schatzi, pass auf, ich nehme mal einen Hörer in die Hand und mache mal einen Termin in 5 Wochen bei meinem Anwalt oder sowas, weil ich meine, der Ärger, der eigentliche Ärger, der kommt ja auf ihn eigentlich zu mit dem Tag an, wo er seiner Frau rein Wein einschenkt und sagt, die Ehe ist gelaufen. Hast du Sorge? Du hast gesagt, es gab jetzt schon Streit am Wochenende zwischen euch beiden. Ja, dieses Wochenende. Letztes Wochenende gab es den Streit. Jetzt. Also ich bin jetzt verkracht mit ihm, leider. Ach so. Ach so schlimm ist es, dass ihr im Moment sogar verkracht seid. Ja, er versteht das nicht. Er versteht das einfach nicht. Ich habe ihm heute gesagt, dass ich einfach irgendwie mal Taten sehen möchte, dass irgendetwas passiert, weil es ist jetzt ein halbes Jahr. Ist völlig klar. Und was hat er darauf geantwortet? Er kann das nicht verstehen. Er hat mir jetzt die letzte SMS geschrieben, er hat zu mir gesagt, er versteht das nicht unter Liebe und Vertrauen, wenn ich ihm das nicht glaube, was er mir sagt. Das war heute euer letzter Kontakt. Das war heute unser letzter Kontakt. Über SMS. Ja. Was ich ja schon immer bescheuert finde, wenn man in solche Probleme gerät, dieses SMS, weil das bringt ja. Wir hatten auch heute ein sehr langes Telefongespräch, aber da ist auch nichts bei rausgekommen. So, Andrea, pass auf, jetzt will ich dir mal was sagen. Ja. Ich finde deine Haltung, finde ich, nachvollziehbar. Und wenn du bis jetzt, das ist ja immerhin fast ein Dreivierteljahr, ein gutes, fettes halbes Jahr, ein bisschen länger, dich zurückgehalten hast und hast gesagt, na gut, der braucht halt auch ein bisschen Zeit, das kann man nicht von heute auf morgen auflösen und so weiter. Verstehe ich deine Reaktion vollkommen, wäre ich auch so. Ja. Wäre ich auch so. Und natürlich ist das eine Form von Druck machen, aber manchmal ist Druck machen ja auch in Ordnung. Was ist denn die Alternative, dass du da wie so ein fünftes Rad im Wagen immer nebenher läufst und dich vertrösten lässt und nochmal vertrösten lässt? Nein. Ich finde schon richtig, dass du jetzt so drauf bist. Das macht ihm ja auch klar, dass das alles nicht mehr so weitergeht. Er muss ja irgendwie eine Entscheidung fällen. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es leider Gottes in den Rückzug geht von ihm, weil er versteht das einfach nicht. Er hat heute gesagt, das hat nichts mehr mit Liebe und Vertrauen zu tun. Er hätte mir das schon so oft gesagt und ob ich das halt nicht anhand seiner Handlungen merken würde und wie er sich auch... Okay, Andrea, pass auf, Vorschlag. Es kann ja sein, dass der jetzt auch momentan panisch ist. Ich kann das nicht richtig einschätzen mit seiner Arbeit. Gib ihm doch jetzt nochmal die Chance. Er hat ja was gesagt. Er hat gesagt, das kann 2-3 Wochen dauern, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ja. Sag ihm das auch so. Sag, pass auf, ich bin sehr interessiert, dass endlich was in die Pötte kommt. Ich war auch ein bisschen sauer und genervt. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Du hast gesagt, das dauert jetzt noch ein paar Wochen. Dann soll es so sein. Und ich halte auch den Mund bis dahin. Wäre das eine Möglichkeit für dich? Jetzt? Das habe ich ihm schon zugesichert, aber er glaubt es nicht mehr. Ich meine, ich habe mir das auch immer wieder vorgenommen, nichts mehr zu sagen. Aber irgendwann, wenn dann der Abschied wieder so schwer gefallen ist, dann habe ich ihn halt wieder damit konfrontiert und... Ich weiß nicht unbedingt, ob das so gut ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn er mich so wahnsinnig liebt, dann muss er irgendwo spüren. Finde ich auch. Und wenn er dich so wahnsinnig liebt, dann muss er auch irgendwas tun. Mann, oh Mann, da muss er auch irgendwie mal den Hintern hochkriegen. Das klingt ja wirklich sehr, sehr, sehr unentschlossen, wenn ich ein bisschen feige, wie er drauf ist. Dir ist viel an dem Mann gelegen. Mir sehr viel an dem sehr Mann. Viel. So, ich liebe ihn überall. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das wieder ein bisschen einpendelt, euer Streit von heute und den letzten Tagen. Und dann versuch dich mal sehr zu disziplinieren und am Riemen zu reißen, dass du wirklich die nächsten Wochen dieses Thema nicht ansprichst. Aber gar nichts dazu sagst. Und wie verhalte ich mich, wenn in den nächsten paar Wochen auch nichts passiert?
Naja, er hat ja gesagt, so lange, bis das in der Firma geregelt ist. So, und wenn das geregelt ist, das bekommst du ja hoffentlich mit. Ja, das denke ich mal. Dann muss er handeln. Dann würde ich noch ein paar Tage ruhig sein und dann würde ich aber richtig auf den Putz hauen und sage, pass auf, jetzt aber hier. Also findest du das durchaus berechtigt, wie ich mich verhalte? Ich finde es berechtigt, aber wenn du es jetzt nicht noch mehr eskalieren lassen willst, halt mal noch ein paar Wochen den Mund. Du hast es so lange ausgehalten, nur hältst du das auch noch aus. Aber verständlich ist es schon, oder? Ja, ich finde es. Ja, finde ich. Aber wir sind jetzt wir wollen ja eine Lösung finden, ne? Ja, damit ihr euch nicht noch mehr hochschaukelt in euren Streitereien. So, gib ihm noch eine Chance, gib ihm die paar Wochen und vielleicht meint das ja ernst, vielleicht macht das dann ja wirklich. Und dann habt ihr euch und dann wäre es toll. Ne? Ja, vor allen Dingen ist es so, wir verstehen uns auch sehr gut, das harmoniert alles wunderbar. Ne? Na eben. Deswegen muss man da auch etwas für tun und dann muss man, es ist halt eine sehr nervenaufreibende Angelegenheit, ist mir schon klar. So, Andrea, alles Gute in dem Sinne. Okay, vielen herzlichen Dank, Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Daniel, 33, guten Morgen. Servus, grüß dich, Domian. Servus, das klingt so ganz nach Süden. Etwas, ja. Ja? Etwas unten im Süden. Ja, schön. Daniel, um was geht's denn? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar hat es vor 4-5 Jahren angefangen, dass mir das gefällt, wenn meine Frau mit anderen Männern schläft. Ihr seid verheiratet, wie lange schon? Wir sind 5 Jahre jetzt verheiratet und seit 9 Jahren zusammen. Ah ja. Und seit 5 Jahren gefällt dir das? Ja, es hat mir eigentlich schon länger gefallen und sie hat dann auch gesagt, ich mach's dir zuliebe. Dann sag ich, nein, ich will nicht, dass du das mir zuliebe machst, sondern ich will, dass du es willst. Heißt das, das gefällt dir, wenn du dabei auch bist? Ja, wir haben dann das Ganze so gemacht, dass wir jemanden eingeladen haben. Ich meine, übers Internet ist das ja kein Thema. Ja. Und dann war das eine wundervolle Nacht zu dritt. War das richtig? So eine Gruppensex-Situation? Oder hast du quasi daneben gesessen und hast es dir angeguckt? Ich bin dann eher der Passive. Ich meine, ich mache dann zwar auch mit und es ist ein absolut erotisches, geiles, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Gefühl. Nur mittlerweile in letzter Zeit ist es so, dass ich ihr dann jetzt, so wie auch heute Nacht, Dates mache, auch via Internet. Und sie ist alleine dann weg. Ach so. Und beim letzten Mal, das war Mittwoch, war der Typ halt nicht so ihre Kragenweite. Dann kam sie halt unverrichteter Dinge nach Hause. Ja. Aber letzte Woche Montag war es so, dass sie dann auch mit ihm geschlafen hat und kam dann nach Hause und es war ein absolut geiles Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben. Ach, das gefällt dir auch? Ja. Allein die Vorstellung, sie hat gerade mit einem anderen Mann? Richtig. Und schläfst du dann danach auch mit deiner Frau? Ja. Und das ist so die Krönung dann für dich? Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin krank. Ich bin irgendwie, ja, ich sag schon nicht mehr ganz dicht in der Birne. Ich weiß nicht, wie ich das definieren soll. Ich meine, ich sitze zu Hause, es ist ein zerreißendes Gefühl, es ist ein quälendes Gefühl. Ist was, ist nichts. Ich meine, sie war mit ihm im Kino und ich meine, das ist eine gute Möglichkeit. Man kommt sich da näher, es ist dunkel. Und das ist dann. Wann war das letzte Mal, dass sie das gemacht hat? Letzte Woche Montag. Also heute Nacht ist er auch weg. Ich weiß nicht, ob... Ach, sie ist jetzt im Moment sogar weg? Sie ist im Moment... Ich weiß nicht, ob sie mit einem anderen Mann im Bett liegt. Das heißt, du denkst darüber jetzt nach? Ja. Und es macht dich richtig wibbelig, um nicht zu sagen, es erregt dich sehr, die Vorstellung. Also erregen tut es mich nicht. Mhm. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und onanier oder sowas. Das im Gegenteil. Sondern, was weiß ich, sitze zu Hause, räume das Haus auf, mach dies, mach das, mach jenes. Und wenn sie dann nach Hause kommt, so wie letzten Montag halt, und dann ich sehe das Leuchten in ihren Augen, dass es halt schön war. Ja. Und ich nehme sie einfach nur in den Arm, ich küsse sie, wir ziehen uns aus, gehen ins Bett, kuscheln und dann erzählt sie mir alles und dann lieben wir uns. Das ist kein, ich sag mal so. Versuche mir, das zu erklären. Ich kann's nicht. Doch, versuch mal. Ein bisschen, ich weiß, dass man solche Sachen immer sehr schwer erklären kann. Im Bereich zum Beispiel ganz kurz, wir waren auch schon in Swingerclubs. Diesen Ausdruck, dieses niveaulose Rumgefüge, das widert mich an. Das ist absolut nichts, sondern und das geht halt nur manchmal bei diesen einzelnen Dates, dass dann die Frau als Frau das auch erfährt und nicht einfach in Anführungsstrichen benutzt wird. Und da hat dann
Gut, das erklärt mir aber, das verstehe ich, was du sagst, das erklärt mir noch nicht, warum dich das so anmacht. Ich weiß es nicht. Ich bin der Sache auch schon, ich habe schon gesagt, was ist das, was dich eigentlich reizt, dass du alleine bist, dass du dann zu Hause sitzt und weißt nicht, was es ist, dieses zerreißende Gefühl, oder ist es das, wenn sie mit einem geschlafen hat und kommt dann nach Hause, erzählt dir, es war auch so vor 3 Jahren. Lass mich eine Frage stellen. Ja. Ist es für dich reizvoller, diese Variante, die nun gerade im Moment passiert, sie ist unterwegs und du weißt nicht, was passiert ist, oder die Variante zu dritt, du bist dabei und guckst zu? Beides. Ist es gleichbleibend interessant? Ja. Also das ist nicht, weil, wie gesagt, wir haben auch schon einige zu uns nach Hause eingeladen, wo auch nichts gelaufen war. Jetzt, weil der einfach nicht gepasst hat, und es muss ganz einfach, man muss sich sympathisch, die Chemie muss stimmen. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über dich und deine Gefühle und was bei dir abgeht. Wichtig und interessant ist ja jetzt auch noch deine Frau. Macht die das dir zuliebe? Nein. Also die hatte auch schon ihren Spaß dran. Also ich sag mal so, ich rede schon längere Zeit an ihr. Und dann, sie hat auch gesagt, sie macht es mir zuliebe. Ich sage, nein, ich will nicht, dass es mir, sondern du musst es wollen. Und dann, ich meine, ich... Will sie es wirklich? Ja. Ja? Weil es ist ja schon heftig. Du, da bist der Ehemann, du machst einen Termin für sie via Internet aus. Ja. Und dann schickst du deine Frau dahin und das muss sie ja nun auch wirklich das auch muss wollen. Sie wollen. Richtig. Ja. Und deswegen, wie gesagt, kommt sie auch schon nach Hause und sagt, du, der Typ ist zwar nett, aber ich kann nicht mit dem ins Bett. Mhm. Also das überlasse ich ihr, das ist auch ihr freier Wille. Ich würde auch nie, auch wenn wir jetzt jemand hier zu Hause haben, für ein Dreier, so nenne ich das jetzt mal, würde ich sie nie schubsen oder nie unter Druck setzen. Hat das bei dir so eine... Das würde mir wehtun, ich weiß nicht warum. Ja, naja, gut, das ist ja auch klar, das wäre auch schlimm. Ich sehe es an ihren Augen, wenn sie was will. Mhm. Wenn sie sagt, der Typ ist süß, so wie vor einem Jahr, hat mir jemand eingeladen, und er war total nett und dann fing das an im Wohnzimmer mit Massage, mit sie hat ihn massiert, er hat sie massiert. Mhm. Und diese Leidenschaft, wo dann in ihren Augen auch kommt, diese Blicke und dass sie es in vollen Zügen genießt. Das gefällt dir. Und ja, ich weiß nicht warum. Hat das so eine gibt es da auch so eine leichte bisexuelle Komponente? Absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht, Domian. Das ist... Ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe auch nie einen Funken daran bis jetzt verschwendet, da irgendwie, um Gottes Willen, ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Auch sie sagt, sie kann sich nicht mit einer Frau vorstellen, weil das ist, wir haben es auch schon mal probiert mit einem Pärchen. Ja. Aber ist nicht. Die meisten, nee. Das ist, hast du den Eindruck in der letzten Zeit, dass das noch stärker geworden ist, noch abgefahrener, noch ungewöhnlicher? Oder? Ja, das Kuriose ist, sie hat morgen Abend wieder ein Date, also heute Abend. Mhm. Es ist, wie gesagt, also ich kann es nicht erklären. Es eskaliert so ein bisschen, ne? Es hat so eine Spirale, oder? Also, wie gesagt, man könnte ich ja sag jetzt... Mal ja. Ja, man könnte ja... Wie funktioniert denn eure Sexualität ohne diese Komponente? Auch ganz gut. Auch ganz gut. Dann könnte man ja eigentlich jetzt ganz locker sagen, so what? Naja... Dann macht ihr das halt so mal eine Weile. Wir genießen es in vollen Zügen. Dann wäre ja eigentlich gar nichts gegen einzuwenden. Du hast deinen Spaß, sie hat ihren Spaß, ihr habt euch. Richtig. Wir lieben uns. Ich liebe sie von Tag zu Tag mehr. Ich kann es Ihnen erklären und sie auch. Aber du rufst an mit... Du ich weiß nicht, wie ich mich vor. Ich komme mir irgendwie krank vor. Und das ist krank, das Schlimme. Ja gut, krank ist natürlich immer so ein Begriff, mit dem man leichtfertig so umgehen kann. Ja. Gerade im Bereich Sexualität gibt es so viele unglaubliche Facetten, auch ungewöhnliche, bizarre Facetten, wo ich nicht schnell das Wort krank gebrauche, sondern sage, es gibt's auch, es ist ungewöhnlich. Und du fühlst dich wohl dabei. Ja, absolut. Sie fühlt sich absolut wohl dabei. Sie kommt glücklich nach Hause. Sie kommt glücklich nach Hause, ja, was wollen wir denn mehr? Ja, ich weiß nur nicht, wie du schon gesagt hast, die Spirale wird es mehr. Gut, das ist eine Frage. Ich weiß es nicht. Wohin führt das? Warum muss da immer noch ein neuer Thrill irgendwie ran? Ja. Muss das immer öfter passieren? Das ist schon ein bisschen seltsam. So etwas mal eine Weile zu praktizieren in gegenseitigem Einvernehmen, finde ich okay. Ja, natürlich. Okay. Warum nicht? Okay.
Aber man muss halt ein Auge drauf halten, dass das nicht irgendeine Eigendynamik bekommt. Dass es nicht eine Sucht wird, dass es nicht wirklich in eine Perversion irgendwie ausartet. Oder dass ihr, was ganz wichtig ist, dass ihr eure Liebe, eure Ehe, eure Beziehung nicht beschädigt dadurch. Das finde ich wichtig. Das finde ich wirklich wichtig als Kriterium. Alles andere ist doch okay. Also wenn möglich, wir haben fast jeden Tag Sex. Wir lieben uns, wir sind verrückt aufeinander. Und Habt ihr ein Kind eigentlich? Ja. Auch? Wie alt ist das? Das ist jetzt 5 Jahre. Ja. Das geht eigentlich. Das geht jetzt noch. Irgendwann wird es komplizierter, eben, wenn das Kind das mitbekommt. Ne? Eben. Ihr seid so lange zusammen, 9 Jahre, sagst du. Ja. Und du sagst, ich bin immer noch verrückt auf meine Frau. Ja, schlimm, gell? Nein, das ist doch toll. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht, ich wage jetzt mal diese These, vielleicht auch nur deshalb, weil ihr da so diese seltsamen Dinge mit einbringt in eure Beziehung. Das Kuriose ist, ich habe zum Beispiel keine Lust, meine Frau sagt, Mensch, Daniel, such dir auch mal eine andere Frau. Ich weiß zwar nicht, wie ich mit meiner Eifersucht klarkomme, aber probier's. Ich habe keine Lust drauf. Kurios, ich weiß es nicht. Auch okay, wenn sie es nicht unbedingt... Kompliziert wäre es jetzt, wenn sie sagen würde, ich möchte das, ich will dabei sein, wenn du mit einer anderen Frau... Ja. Aber sie gibt dir ja nur die Freiheit, sie fordert es ja nicht. Aber ich habe keine Ambitionen dazu im Moment. Daniel, ich bin glücklich ohne Ende. Ja, dann lass es. Ich bin glücklich ohne Ende. Was ist das? Ich habe nur Angst, deswegen ist auch, ob ich vielleicht krank bin. Das war jetzt mein... Du hast ja gesagt, dass die Definition krank in vielen anderen Bereichen vielleicht. Ich wäre da jetzt sehr zurückhaltend. Mhm. Aber da du das jetzt zum zweiten Mal sagst, nehme ich das mal sehr ernst und würde einfach mal schon vorschlagen, dass du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen mal sprichst. Okay. Dann hast du noch eine andere und vor allen Dingen eine fachkundige Meinung vom allgemeinen Standpunkt aus oder vom moralischen Standpunkt aus gesehen, ja, finde ich das in Ordnung, was ihr da macht. Also ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anrufe. Ich habe genau gewusst, heute Abend ist deine Sendung. Ja. Und ich habe gesagt, die schalte ich jetzt an und ich probiere und ich rufe an. Und schwuppdiwupp hat es gleich geklappt. Es hat geklappt und irgendwie geht es mir jetzt auch irgendwie besser. Daniel, herzliche Grüße an deine Frau. Mache ich. Alles Gute und du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Super. Tschüss. Tschüss. Hier ist Christine. Christine ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christine, ich grüße dich. Na? Ich grüße dich auch. Und was geht's bei dir? Oh wei. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Mhm. Was Schwieriges, Schlimmes, Kompliziertes? Ich habe schon mit vielen Menschen drüber gesprochen. Ja. Sagst du mal so ein Stichwort, um was es geht? Ich frage dich mal, du bist ein sehr belehrter Mensch. Ich frage dich mal, wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Gut. Verstehe ich. Okay. Aber ich höre daraus, dass du sehr viel Leid hast schon ertragen müssen. Magst du mir mal ein Stichwort sagen? Bist du krank? Vergewaltigung. Vergewaltigung. Missbrauch in der Kindheit. Das heißt, du bist in der Kindheit vergewaltigt worden? Nein, von Onkels nur missbraucht. Also so, also dieses Berühren und so. Von deinem Onkel berührt worden und... Mehreren Onkels. Ja. Wie alt warst du da? 10. Ja. 12. Und wie lange hat das angedauert, Christine? Wie viele Jahre? Als ich dann 14, 15 war, habe ich das abgeblockt. Ich habe es nicht mehr zugelassen. Haben diese Onkels, das waren mehrere Männer, ne? So habe ich es verstanden jetzt. Ja. Haben die mit dir auch richtig geschlafen? Das nicht. Nein. Aber immer diese Berührung, weißt du? Ja. Aber du hast gerade das Wort Vergewaltigung gebraucht. Ist danach dann noch etwas noch Schlimmeres geschehen? Ja, in meiner Ehe. In deiner Ehe?
Das heißt, dein Mann hat dich sehr schlimm behandelt. Er hat mich vergewaltigt. Nach einer Party. Nach einer Party? Mhm. Wie lange liegt das zurück jetzt? Oh Gott. Schon sehr lange? Ja. Meine Tochter war gerade 2,5. Ja. Wie alt ist deine Tochter heute? 34. Christine, du bist ja so aufgewühlt im Moment und so angeschlagen. Und du stellst mir diese große Frage, wie viel Leid erträgt ein Mensch? Daraus schließe ich jetzt, dass in letzter Zeit auch noch was Schlimmes passiert ist bei dir, dass das alles nochmal so eskaliert ist und hochgekommen ist? Die zweite Vergewaltigung war, als ich 35 war. Wer war das? Es waren drei Männer mit der Waffe am Kopf. Drei Männer mit einer Waffe am Kopf? Ja. Ich wiederhole es mal so ein bisschen, weil ich dich nicht so ganz gut verstehen kann. Das heißt, das macht nichts. Das heißt, du bist irgendwo auf der Straße überfallen worden von drei Männern. Ich wurde heim von der Diskothek und diese drei Männer haben dich dann überfallen. Und, da warst du 35 Jahre alt. Ist das damals zur Anzeige gebracht worden? Ich habe es meinem Frauenarzt erzählt, weil ich direkt einen Test gemacht habe, dass ich nicht schwanger war. Aber ich war schwanger, verdammte Scheiße. Ich war schwanger. Hast du das Kind bekommen? Nein. Ist in der danach folgenden Zeit, heute bist du 43, habe ich gerade gesagt, ist noch mal etwas sehr Schlimmes passiert? Ja, vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Ein lieber Freund angeblich von meiner besten Freundin, der Schwager. Er wollte Rat haben, ich bin so ein Typ, der immer ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat und er war in der Scheidung, also seine Frau wollte sich scheiden lassen und er sagte zu mir, bitte lass mich mit dir reden. Und dieser Mann? Ich habe es nachgegeben und was war? Es war wieder eine Vergewaltigung? Ja. Kirstin, bist du je nach all dem, was geschehen ist, bist du behandelt worden? Warst du bei einem Psychologen, beim Arzt? Nein. Gar nicht. Weißt du, was ich gerne vorschlagen möchte? Du bist so traurig und du bist so aufgewühlt im Moment. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir hier in aller Öffentlichkeit miteinander sprechen. Weil das dich ja noch mehr aufregt und es dir wahrscheinlich noch schwerer fällt zu sprechen. Ich finde nur, dass alles unternommen werden muss, dass du Hilfe bekommst. Und ich erahne jetzt nach dem, was du erzählt hast, was für ein Leid wirklich in dir steckt und was du hast ertragen müssen. Und deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir dieses Gespräch jetzt hier auf dem Sender abbrechen. Und ich verspreche dir, dass wir uns sofort um dich kümmern. Das heißt, mein Psychologe ruft dich gleich an. Wärst du damit einverstanden? Oder möchtest du lieber mit mir weitersprechen? Ja. Ich habe so einen Eindruck, dass es dir so sehr schwer fällt und ich möchte dich nicht zu sehr quälen. Und man hat mehr Ruhe, wenn man nicht im Radio und im Fernsehen ist und wenn du ganz still mit meinem Psychologen sprechen kannst. Warum kann ich nicht mit dir sprechen? Bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich sagte, warum kann ich nicht mit dir reden?
Du kannst es natürlich. Ich wollte es dir eigentlich jetzt leichter machen. Ich möchte gerne mit dir reden. Mhm. Ja. Weißt du, Christian, dann machen wir das jetzt auch noch. Weil du kannst ja hinterher sowieso mit meinem Psychologen noch sprechen. Das möchte ich gerne. Wenn einem so viel Leid widerfahren ist, wie dir widerfahren ist, und wir haben das ja jetzt nur in Stichworten gehört, und wir alle erahnen ja schon, was da wahrscheinlich an Ungeheurem hintersteckt. Warum hast du bis heute gezögert, zu einem Psychologen zu gehen? Warum? Ich muss es ehrlich sein, Domian. Hm? Ich war schon zweimal in den Händen von Psychologen. Aber nur zweimal? Ja, und ich habe mein Leid denen gesagt. Mhm. Und das hat dir aber nicht viel geholfen. Nein. Mhm. Im Gegenteil. Ich wurde runtergemacht irgendwie. Dann. Weißt du, Christine, dann hast du wirklich nur noch mal Pech gehabt, dass du an Leute geraten bist, die einfach nicht sensibel und gut mit so etwas umgehen. Es gibt gute und schlechte Psychologen, so wie es gute und schlechte Ärzte und gute und schlechte Moderatoren und weiß ich was gibt. Darf ich dir nur was sagen? Ja. Wenn meine eigene Mutter sagt, nachdem alles, was mir passiert ist, wurde mir gesagt von meiner eigenen Mutter, da bist du selber schuld dran. Vielleicht... Das ist sehr schlimm. Ich weiß, ich kenne diese Sprüche von anderen Frauen, die mir das schon erzählt haben. Das ist dann noch mal eins drauf. Pass auf, Kerstin. Das Messer noch weiter ins Herz rein. Genau. Ja. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich verspreche dir jetzt Folgendes. Aber du musst mir auch was versprechen. Wenn ich kann, ja. Ja. Wir beenden hier jetzt das Gespräch. Da möchte ich, dass du mit meinem Psychologen weitersprichst. Und da dir so viel daran gelegen ist, dass du auch mit mir sprichst, verspreche ich dir, gleich nach der Sendung dich nochmal anzurufen. Ja, wollen wir es so machen? Okay. Ich glaube, es ist für dich weniger stressig, als jetzt hier in aller Öffentlichkeit zu sprechen. Sollen wir es so machen? Ich habe es jetzt ganz vergessen, verlasse ich drauf. Ich habe jetzt total vergessen, dass ich in der Öffentlichkeit bin. Ja. Aber so machen wir es jetzt. Ne? Du legst auf und der Peter, das ist ein sehr netter Kollege, der ruft dich an und ich werde mich gleich auch nochmal melden. Okay, alles Liebe, bis gleich. Und alles Liebe für die Leute, die zuhören. Ne? Das ist sehr nett von dir. Ja, ich wünsche denen alles Liebe und Gute. Mhm. Gut, Christine, dann legst du jetzt auf und dann rufen wir dich gleich an. Okay? Ja. Tschüss. Tschüss. Nadine ist hier und Nadine ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nadine. Eigentlich fällt mir das jetzt sehr schwer, weil durch die Vorrednerin, bei mir ist eher was Witziges. Mhm. Atmen wir mal tief durch. Ach, ja, gut. Und kommen jetzt zu einem anderen Thema. Wir haben vor 2,5 Jahren schon mal telefoniert. Wir beide. Da ging es um das Thema Muttersöhnchen. Mhm. Ich war damals mit einem Muttersöhnchen verheiratet. Ja, wir hatten mal eine ganze Themensendung Muttersöhnchen. Genau, stimmt, genau, da war das. Und, ja. Da hast du mir erzählt von deinem Mann, der ein Muttersöhnchen ist. Von meinem Ex-Mann, genau. Dem Ex-Mann, der ein Muttersöhnchen ist. Genau. Ja. Und so gesagt, ich sollte mich tunlichst daran halten, nicht mehr so einen zu bekommen. Genau. Und jetzt 2,5 Jahre später... Nein, sag es nicht. Doch. Du hast wieder einen und der ist wieder ein Muttersöhnchen? Er war ein Muttersöhnchen. Nadine, du ziehst das an. Ja, ich weiß. Ja? Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Nein, Schande über mein Haupt. Also erzähl's mal, ist wirklich ausführlich. Also du hast dann einen neuen Mann kennengelernt. Ja, richtig. Und das entpuppte sich so oder hast du es gewittert oder hat er es erzählt? Das entpuppte sich so. Also durch was? War sehr fürsorglich am Anfang, aber das war... Die Schwiegermutter ins Spiel. Ja, ja. Mhm. Ich habe es darauf zurückgeschoben. Mein Freund hat einen schweren Unfall gehabt unter Tage und sitzt jetzt im Rollstuhl. Ja. Und habe da eigentlich erstmal drauf zurückgeführt. Mhm. Aber... nach und nach, je mehr man Menschen kennenlernt. Ja, ich meine, du hast ja auch ein Gespür schon dafür, ne? Mhm. Wie lange warst du mit deinem Ex-Mann verheiratet?
Ja, das war diese kurze Ehe, 3 Monate. 3 Monate, so war es, ja. Ist das ein bisschen lange her? Genau, weiß ich nicht. Ja, genau. Ja. Das war mit den 3 Monaten. Mein Ex-Mann hat sich dann an meine an seine Mutter gehalten, dass sie hat ihm doch geraten, tunlichst eine andere Frau zu finden. Ja, ja, ja. So war damals die Geschichte. Genau. So, und jetzt hast du dann so peu à peu rausbekommen, das liegt nicht nur daran, dass sie so fürsorglich ist, weil er einen Unfall hatte, ja, sondern das ist eine Mutterkralle. Genau. Sagen wir es mal so böse. Ja, genau. Mhm. Gutes Beispiel, oder das krasseste Beispiel, was überhaupt da war. Wir haben dann ein behindertengerechtes Haus gebaut, liegen morgens, ich weiß noch wie heute, es war 9 Uhr, noch in den Betten, haben geschlafen. Mhm. Mutter hatte immer einen Schlüssel, falls irgendwas passieren sollte und ich nicht da bin. Wir hörten dann plötzlich irgendwelche Stimmen, haben uns schon gefragt, ob wir irgendwie bescheuert geworden sind. Plötzlich ging die Tür auf. Die Schlafzimmertür? Die Schlafzimmertür. Mhm. Stand Schwiegermutter in Spee vor mir mit ihren Kaffeeklatschtanten. Nein. Und hat denen das Haus vorgeführt. Ja, das ist wirklich typisch Mutter. Das, also so eine Mutter, die so beherrschen will, ne? Ja. Die überhaupt keine Rücksicht auf die Teams in Teamsphäre nimmt. Genau. Morgens um 9 Uhr kommt sie ins Schlafzimmer mit ihren Freundinnen, ja, und zeigt, ach hier, und das ist der neue Schlafzimmerschrank. Genau. Und das ist heftig. Und du? Ja, ich muss so ein Teil dämliches Gesicht gezogen haben, dann habe ich nur noch geschrien, raus, die Bettdecke über den Kopf gezogen. Ich weiß auch nicht, ich war da stinkwütend. Ja, und dein Freund, was hat der gesagt? Ich glaube, der hat auch erstmal schlucken müssen. Ja. Und das ist ja nun schon ein dramatischer Vorfall für mich. Das war das krasseste Beispiel. So, ja. Ist es dann eskaliert? Gab es Streit? Also nach einer Zeit, sie hält also von Frauen nichts. Ja, ist klar. Mhm. Ne, ziehen die Männer das Geld aus der Tasche. Ja, ja. La, la, la. Und das war dann irgendwann so, dass ich zu meinem Freund gesagt hätte, entweder sie oder ich. Nein, sag mir den Streit wegen dieses Zwischenfalls. Ach so, gab es da einen Streit? Ja, natürlich. Und wie hat dein Freund sich da verhalten? Das ist ja jetzt die zentrale Frage. Er hat den Schlüssel abgenommen. Oh, das ist gut. Also er ist hingegangen und hat gesagt, so geht es nicht weiter, weil das zieht sich also von der Kindheit an schon. Ja. Das hab ich dann erfahren. Ja. Bis zu diesem Tag eben halt. Da hat er dann das erste Mal wirklich durchgegriffen. Aber das ist natürlich dann ein harter Vorgang, ne? Wenn ein Muttersöhnchen zum ersten Mal dann so etwas tut und der Mutter den Schlüssel sogar entzieht, ne? Ja, das war dann wohl auch too much für ihn. Also warum? Morgens dann wirklich, dass die Mutter dann im Schlafzimmer steht. Ah ja, ja. Mhm. Wir hätten ja auch andersweitig beschäftigt natürlich sein können. Ja, das wäre noch peinlicher geworden, die, als es in schon war. Hätten die alten Damen ihren Spaß gehabt auch. Ja, ja, die hätte sich dazwischen geworfen. Also, lass meinen Jungen in Ruhe. Ja, nee, so aus Spaß auch. Ach so. Ach, was macht ihr denn da? So, jetzt, wie hat sich die ganze Sache denn jetzt geklärt bis heute? Wie sind die Machtverhältnisse? Also ich habe irgendwann nach weiteren Eskapaden so auf Deutsch gesagt die Schnauze voll gehabt, dass ich zu ihm gesagt habe, entweder sie oder ich. Mhm. Daraufhin hat er sich erstmal 2 Stunden zurückgezogen, hat dann wirklich eine Psychologin konsultiert. Oh. In den 2 Stunden? Nee, er hat einen Termin gemacht, ist dann 2 Tage später hingefahren, sich mit der zusammengesetzt, ist dann mit mir zu seiner Mutter gefahren, hat gesagt, so geht's nicht, das ist die Frau, die ich liebe, sie muss das akzeptieren, ich habe meine Privatsphäre und ich möchte dich jetzt 3 Monate nicht mehr sehen auch nicht mehr hören. Das hat er gesagt zu seiner Mutter? Ja. In deiner Anwesenheit? In meiner Anwesenheit. Bravo. Ja, das fand ich auch. Und, bravo, aber was für sehr mutig. Ja. Und was für ein Liebesbeweis für dich. Ja. Mann. Doch. So, und da hat die alte Dame, so alt ist sie wahrscheinlich noch gar nicht. Oh, es geht. Wie alt ist sie? 56. Naja, das ist ja nicht alt. Da hat sie geschluckt? Ja, sie hat geweint. Ach, sie bitterlich geweint. Ah ja, das war dann die Tour. Ja, und es fiel ihr schwerer als alles andere, sich nicht zu melden. Weil er auch noch gesagt hat, ich melde mich, wenn ich wieder bereit dazu bin. Und hat er sich bis heute gemeldet? Ja, die 3 Monate haben wir dann verstreichen lassen, haben dann einen Anfang gemacht, haben dann da angerufen, sind auch vorbeigefahren. Ja. Mittlerweile nenne ich sie auch schon Mutti. Oh. Sie hat sich wirklich gebessert. Sie ist manchmal etwas nervig noch, aber... Ja, aber das ist doch perfekt. Das heißt, er hat ihr die Grenze gezeigt. Ja. Und... sie hat es akzeptiert, genau, offensichtlich. Und ihr habt jetzt auf dieser Basis einen Neuanfang machen können. Ja, richtig.
Und habt vielleicht die Chance, dass das sogar ein ganz gutes Einvernehmen gibt. Ja, richtig. Na, wenn du schon Mutti sagst, dann ist es ja wirklich schon sehr, ja, sehr nett. Ne? Ja, sie ist jetzt mittlerweile auch schon Oma geworden und blüht also auch auf. Ja. Und, aber das war ein richtig kleiner Krieg am Anfang dann, ne? Das war ein großer Krieg. Ein großer Krieg war ja, es. Das. Ja, das ist, man muss sich vorstellen, ich in der Terrassentür, die habe ich aufgemacht, bin in die Küche gegangen, da lag ein Stapel CDs, komme wieder raus aus der Küche und denke, was bin ich jetzt, das war doch mal mehr. Hörst du dann über den Gartenzaun, hat sich die CDs mitgenommen und ist wieder, sind links wieder raus und wir haben 5 Stunden wie die Bekloppten im Haus diese CDs gesucht. Was wollte sie damit? Ja, hören? Ja, hören. Ja. Ich, das ist ja, ne, ich habe dieses Haus ja eigentlich mit aufgebaut. Und dann stehen mir auch all die Sachen zu. Die ja, genau. Kann mich da also auch frei bewegen. Hat auch damals das Wohnungsinventar mit ausgesucht. Also, aber letztendlich ist das eine gute Geschichte, ne? Eine tolle Geschichte. Du bist, es fing schlecht an, du bist wieder an ein Muttersöhnchen geraten, aber diesmal an ein anderes Kaliber vom Muttersöhnchen, ne? Der sich befreit hat. Genau. Ja? Wie alt ist dein Freund? 38. 38, ja, dann wird es auch Zeit, dass er was gemacht hat. Ja, richtig. Muss aber auch höchste Eisenbahn, finde ich. Ja, höchste Eisenbahn, ja. So, Nadine, grüß ihn herzlich von mir. Ja, mach ich. Alles Gute. Dir auch. Danke, tschüss. Tschüss. Armin, 39 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Armin. Ja, ich möchte dich erstmal bedanken für deine super Sendung, die du da machst. Ich bedanke mich für das Kompliment. Ja, ich muss sagen, also du hattest ja eben schwer zu tun bei deiner Vorvorgänger, also Anmeldung da. So, bei mir geht es sich darum, also ich bin ein TV. Was bist du ein? TV. Ein TV? Transvestit. Ach, ein Transvestit, ein TV. Ein TV. Ja, aber kein Fernseher. Ein TV? Television? So. Ein Transvestit. Ja. So. Nicht transsexuell. Nein, nicht transsexuell. Ne, muss man immer erklären. Transvestiten sind Menschen. Ich vermute, dass ich vielleicht auch irgendwo transsexuell bin. Ja, aber du bist auch gerne Mann irgendwo, oder? Ich bin in meinem beruflichen oder normalen Leben äußerlich, außerhalb, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft ein Mann. Ja. Aber für mich selber bin ich wie Frau. Ach so, dann geht das vielleicht doch so ein bisschen ins Transsexuelle rein. Das heißt, wenn man dich jetzt irgendwie, wenn du einen Wunsch frei hättest, würdest du eine Frau sein wollen? Ja. Ah ja, dann ist es natürlich schon noch was anderes, ja. Schon. Bist du in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung gewesen und da ist das Ganze erst weiter, sag ich mal, für mich auch ausgebrochen. Geöffnet worden. Ja. Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau? Nein, mit einer Frau. Mit einer Frau, also eine heterosexuelle Beziehung. War eine heterosexuelle Beziehung. Ja. Und inwiefern ist das da zum Ausbruch gekommen? Oder? Ich bin, weil ich in dieser Beziehung auch mich offenbart habe, dass ich bisexuell bin. Ja. So, und dann auch mich dann offenbart hatte, so ziemlich am Anfang der Beziehung und ich auch gesagt habe, hier, so bin ich und kommst du darauf klar. Ja. Und tja, dann kriegte ich auch eröffnet, ja, wenn, dann ganz oder gar nicht. Wie ganz oder gar nicht? Ja, das Frauleben, also sage ich mal, oder beziehungsweise als Transvestit. Moment, du hast ihr erstmal, so habe ich es jetzt verstanden, offenbart, dass du bisexuell bist. Zwischen bisexuell und Transvestit liegen ja Welten. Hast du ihr denn auch gesagt, dass du da Spaß daran hast, dich als Frau zu kleiden? Ja. Das ja, ach so. Aber nicht, sage ich mal, in der Hinsicht, dass ich jetzt unbedingt Spaß dran habe, dass ich darauf sexuelle Erregung habe, als Frau zu fungieren, also dass ich mir Frauenwäsche anziehe, dass ich sexuelle... Aber das kommt schon auch vor, jetzt wo du alleine bist, dass du dich als Frau anziehst oder rausgehst als Frau. Ja. Ja? Auch ins normale Leben oder nur so in Diskotheken und Clubs? In Clubs, ja auch im privaten Bereich. Ich habe auch private Freunde. Ja. Aber so ich sage, die mich auch so kennen. Achso, dann britzelst du dich auch schon mal Sonntagnachmittag auf und gehst zum Kaffee irgendwo hin? Nein, ich gehöre nicht zu den exhibitionistischen TVs, die das über dann, also... Achso, das doch nicht. Nee. Dazu müsste ich schon in Köln wohnen. Ja, hier wird es gar nicht auffallen. Ja, hier ist das ganz egal. Und dann ist man auch ganz normal da. Nee, das ist so an für sich auch, dass ich durch den Verlust meiner Partnerin dann auch meinen Halt verloren hatte, auch erstmal. Mhm. Hat deine Freundin dich verlassen wegen dieser... Nein. Das nicht, das, gar nicht. Das waren andere Geschichten. Nicht. Sie wusste auch nicht, weil wir hatten ein dominant devotes Verhältnis. Ja. Was sie damit auch vielleicht bei mir psychisch bezwecken wird, dass ich
da also auch meinen Halt verliere durch erstmal. Also man gerät ins Trudeln psychisch. Ja. Wie lange bist du jetzt solo? Ich bin solo, ja. Wie lange schon? Anderthalb Jahre. Ja. Wie lebst du denn jetzt dein Transvestitentum oder wie ich es ausdrücken soll? Wie lebst du es aus? Ja, nun, ich hatte die Möglichkeit dadurch, dass ich dann als Single oder Solo gelebt hatte, dann mal die Möglichkeit, in einem Studio zu arbeiten und arbeite dort auch noch. Was für ein Studio? In einem Domina-Studio. Ach so. Als TV-Zofe. Ach so. Als TV-Zofe? Ja. Ist ja auch schon wieder bizarr. Ja, gehört zum bizarren Bereich, ja. Gehört. Also SM-Bereich. Ja, klar. Mhm. Lebst du das denn, ich sag mal, nur dort aus? Nein. Nein, so, wo noch? Auch so durch gewisse Kontakte über Chats im privaten Bereich. Allerdings muss ich da sagen, bin ich mehr dominant. Also normalerweise bin ich devot. Ja. Also da kommen jetzt mehrere Sachen bei dir zusammen. Einmal, dass du Transvestit bist und einmal, dass du aus diesem SM-Bereich kommst auch. Ja. Und die, ja, wie gerade gesagt. Ja, Fetischbereich auch. Ja, genau. Latex. Ja. Ist das für dich ein Problem oder sagst du, das habe ich jetzt so für mein Leben? Ich würde sagen, mehr mein Problem ist, ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich mich gezogen fühle. Mehr zur weiblichen oder zur männlichen Seite. Ist das, muss man das so klären? Kann man das nicht einfach so machen, wie es halt kommt? Nee. Warum nicht? Ich sag ja, ich kenne viele Privatpersonen, also auch ein, ich sag mal so, ich kenne sehr gut ein Paar, wo ich sage, ich werde dort als Frau genauso wie als Mann akzeptiert. Mhm. Ich kenne mich auf beiden Seiten hin. Aber das ist doch eigentlich toll. Und sie sagen, also ich würde sagen, ich bin mal so, mal so. Also ich habe auch noch eine Beziehung, versuche ich anzustreben, zu einer weiblichen Person. Mhm. Aber okay, das ist ja meine Rede, dass ich sage, dann nimm doch einfach beides. Warum musst du dich entscheiden? Das Problem ist der Zwiespalt, den ich führe in mir. Woher rührt? Warum hast du überhaupt das Gefühl des Zwiespaltes? Du könntest doch wirklich für dich sagen, okay, ich führe ein ungewöhnliches Leben. Ich lebe mal die Seite aus und mal die andere Seite aus. Ich würde sagen, für mich selber würde ich sagen, ich habe innerlich findet ein Kampf in mir statt. Ja. Und da überwiegt mal die weibliche oder auch mal die männliche Seite. Also, oder ist es so, dass du auch letztendlich eine Sehnsucht hast, doch ganz in das Weibliche hineinzukommen? Irgendwo schon. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, für mich, das ist ja gerade der Konflikt. In mir findet ein Kampf statt, wo ich sage, ist der Kampf? Weil die Veranlagung ist ja schon, würde ich sagen, seit dem 25. oder 22. Lebensjahr da. Ist dieser Kampf oder das Gefühl, dass du da in einem Konflikt steckst, ist das in den letzten Jahren stärker geworden? Ja. Ja. Und erst seit meiner Ex-Partnerin auch mir den Weg geöffnet hat dazu. Mhm. Und gesagt hat, also ich kenne auch sehr viele Frauen oder auch Männer, die sagen, ist ja toll und Was steht dir gut und... Was machst du eigentlich in deinem normalen Leben, wenn ich fragen darf? Würde ich sagen, Industriemechaniker. Industriemechaniker? Also ein derber Beruf? Nicht die berühmte Bodybuilder-Figur. wissen die Arbeitskollegen darum eigentlich? Nein, die wissen nichts. Die wissen nichts. Es gibt einen Arbeitskollegen. Ja, weil dann wärst du wahrscheinlich da unten durch, ne, bei denen. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Ja, also unsere Wörtlichkeit ist, würde ich sagen, konservativ. Ja, dann wäre es kompliziert. Pass mal auf, Armin, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich sehe es. Du hörst es, ne? Nein, ich sehe es auf dem Monitor. Du siehst es auf dem Monitor. Ja. Ich würde mal vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen, denn wir sind ja noch nicht fertig mit dem Gespräch. Okay? Würdest du mir eine Autogrammkarte schicken? Das auch. Das heißt, wir notieren uns dann gleich deine Anschrift. Werden wir dich zurückrufen, ja? Bis gleich. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Wolfram Spikowski, bei Uli Krapp, Roland Lohr, Jan Hölz, Uwe Petersen, Florian Jocham, Christian Part, Heinrich Stanzig und Peter Ofsianowski. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, ein richtiges Winterwochenende mit viel Schnee. Das ist ja toll. Ich find's toll.
dass es nochmal so heftig schneit. Also ich wünsche euch ein gutes und ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer neuen Ausgabe von Domian. Bis dahin, tschüss. Sie hören Nachrichten vom Südwestrundfunk. Washington. Die Krise zwischen der deutschen und der US-Regierung ist